Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pladdy, dem Space Engineer im Chaos. Mir ist aufgefallen, die Sonne ist aufgegangen und meine Solarzellen sind relativ ineffektiv aufgestellt. In der letzten Folge haben wir dieses Bohrvehikel gebastelt. Ich hoffe, es wird funktionieren. Aber das werden wir diese Folge wahrscheinlich noch nicht rauskriegen. Obwohl, doch, sollten wir. Denn ich möchte jetzt eigentlich nur schnell einen programmierbaren Block aufstellen. Damit, die Solarzellen sich ausrichten können. Dann fangen wir auch schon mal damit an, einen programmierbaren Block zu suchen. Dann haben wir den. Den patschen wir wahrscheinlich. Einfach mal hier hinten hin. Das sind ja unsere Batterien. Ja, ja. Ich halte mal den. Haben wir genug dabei? Oh, bist du mal noch relativ klein. Anzeigen. Warum haben wir denn keine Anzeigen mehr? Ich glaube, hier waren auch keine mehr drin. Nee. Oh. Anzeigen, da haben wir noch welche. Ja. Und ich hatte mir noch auf dem Zettel geschrieben, ich muss noch einen Erdsensor an unser Schiffchen bauen. Aber alles nacheinander. So. Ich. Dann bearbeiten. Workshop durchsuchen. Amen. Okay. Solarrotors, die haben wir, glaube ich, schon benannt. Und brauche ich noch was hier. C. Yep. Ja, natürlich Änderung speichern. Mist. Error. Warning, nur LCD. Okay, aber... Aber... Bewegen die sich? Ja, sie bewegen sich. Okay. Ja, das Skript guckt jetzt, wann der meiste Output aus den Solarzellen kommt. Okay, gut. So kriegen wir wenigstens unsere Batterien wieder voll. Um da zu wissen, was Sache ist, kleben wir hier mal eine LCD hin. LCD. Na? So. Das hier an die Seite. Das machen wir hier hin. Mal vorerst anzeigen. Die eine, die wir in den Computer gesteckt haben, fehlt uns jetzt. Schön. Ja, Inventar. Dann gib mir mal die eine. So. Und fertig. Gut. Dich hätte ich ganz gerne konfiguriert, und zwar so, ne? So, genau. Mal kurz gucken. Current Input, Current Output. Also Input höher als Output, das ist gut. 99,9% gespeichert, das heißt, Batterien sind ratzi-fatzi voll. Und, ja, der dreht sich sogar noch, also da geht noch ein bisschen was rein. Bin schon wieder in diese Lücke hier reingefallen. So, zurück zu unserem Schiff. Ich hatte, genau, das hatte ich da dran gedübelt. Dann machen wir hier unseren Erdsensor hin. Erdsensor. Oder, ne, nix oder. Der kommt hier dran. Okay. Okay. Ich baue aber einen neuen Fuß dran. Fahrwerk. Auch da. So, den machen wir hier hinten einfach hin. Und zwar da. Okay. Denn.
5, die 9. Ja, ein bisschen abheben. Und der ganze Kram nehme ich wieder ab. Ah, lieber ein bisschen seitwärts. Da sind aber die Thruster. Vorsichtig. Irgendwas angeflext. Nein. Gut, die Triebwerke sind aber schon ganz schön unter Last. Ah. Macht nichts. So. Von der Höhe her sollten wir auch nichts anbrutzeln, wenn wir dann landen. Oh. Allerdings. Geh. Das neue Fahrwerk. Dann mache ich hier diese automatische Sperre hin. Und hier Sperrschalter. Oh, die neuen machen wir erstmal aus. Und jetzt nochmal kurz landen. Hier. So, verriegeln. Triebwerke aus. Wir müssen die Batterien laden. Dafür bräuchten wir mal einen Connector. Nehmen wir den. Klatschen wir auch einfach mal hier oben drauf. So. Aber mit ein bisschen Abstand. So. Habe ich noch irgendwo einen? Da. So. Motor, Computer. Und hier? Motor. Motor, Stahlrohrklein. Computer. Auch klein und voran. Ja, ich hack manchmal ganz schön auf meiner Tastatur rum. Ich weiß. Aber ich mein's nur gut mit ihr. Schön. Dann können wir nämlich das Schiffchen da drauf setzen und mal die Batterien laden lassen. Bevor wir dann wirklich losziehen. Oh, 5 Triebwerke an. Ach Gott sei Dank, der Connector hat uns gerettet. Dann packe ich aber auch meine Gruppe. Genauso wie den Erdsensor. Hier, Block an, aus. Verbinder. Sperrschalter. Ich habe die Scheinwerfer vergessen. Können wir ja noch machen. Oh. Zurück, runter und wunderbar verbunden. Genau, Herzsensor aus und verriegeln. Triebwerke aus. Batterien, wenn ich die jetzt auf Laden stelle, fallen wir dann ab? Ich halte mal die 5 bereit und schalte die 6 an. Ah, okay. Gut. Hätte ja sein können. Gehen wir mal kurz. Nein, nicht Inventarkontrollfeld. Batterien. Oh, vollständig entladen in einer Stunde. Warum entladen? Achso, die sind. Ach, das sind ja die von der Station. Das sind meine. In 10 Minuten aufgeladen. Wunderbar. Okay. 10 Minuten. Das kriegen wir hin. Schön, 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 schön. Du bist an. Warum bist du an? Ich hätte dich ausgeschaltet. Denn die Produktion kann ja nichts mehr produzieren. Weil uns das Eisen ausgegangen ist. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Kontrollfeld aus. Nein. Montageanlage. Aus. Alles aus? Hab ich da noch irgendwo an Kontrollfeld? Irgendwo. Irgendwo eins sein. Nein? Nein. Clever gebaut. Clever gebaut. Montageanlage. Ist aus. Gut, Produktivitätsmodul ist auch aus. Alles klar. Damit ihr uns nicht den Strom wegknabbert. Mhm.
Apropos Strom. Output und Input. Okay. Dauer Power ist aber ganz schön gesunken. Mhm. Was verbraucht denn jetzt so viel? Ach so, ja, natürlich, natürlich. Das Schiffchen hier oben, das wird ja gerade aufgeladen. Ja, macht nichts. Ist doch alles in Ordnung. Oh, Stückchen nehmen. Okay. Was machen wir in der Zwischenzeit? Wir werden an der Basis ein bisschen weiter bauen. Ich glaube mal. Ja, das werden wir alles unterirdisch legen. Also nicht unterirdisch, sondern. Gerne nicht da. Denn um ein bisschen vorsorglich zu bauen, kommt da ein Förderband hin. So. Damit wir notfalls durch die Wand noch durch können. Nein, die drei. So. Da bin ich schon angeeckt. Ich runterfallen. Gut. Wir wollen den ganzen Schoß ja auch irgendwann mal luftig kriegen. So. Naja, hier kommt ja dann die Luftschleuse hin. Dann kommt hier noch so. Es gibt natürlich keine Zweiertüren. Dann auf jeden Fall diese Ebene. Diese Ebene. So, na. Dann hier, hier, hier. Und dann sollten wir doch. Genau. Ich sage genau. Wenn ich die Decke durchziehen möchte, muss ich diese ganze Verrohrungsgeschichte umlegen. Naja. Schauen wir mal. So. Schön machen kann man es dann immer noch. Jetzt will ich es erstmal dicht bekommen irgendwann. Wir gehen bis hier rüber. Hier hinten, übrigens, habe ich euch gar nicht gezeigt gehabt, dass ich hier dagegen schepper. Okay, nichts passiert. Hier hinten geht's hoch zum Turm. Da kommt ein Aufzug später mal hin. Deswegen bis hierhin werden wir auf jeden Fall gehen. Ich denke... Jetpack. So. So. Da unten kommt eine Tür hin. So. Ja, das wird ja auf jeden Fall noch ebenirdig gemacht. So. Und dann wird hier der Eingang sein in die Höhle später. Hier einfach jetzt mal der Wand weiter. So. Damit ich weiß, wo das ich nachher trifft. So. So. Okay, bis hierhin. Aber wir schränken uns jetzt erstmal in diesen Bereich. So. So. Hier werden wir noch ein bisschen wegbohren. Bohren. Nein, nein, ja. So. Weg, weg, weg. Nicht wieder alles kaputt bohren. Bisschen Eis. Ach man, fängt der Käse schon wieder an. Bisschen Eis nehmen wir uns und packen das mal in unser kleines Schiffchen. Können wir auch mal eine Belastungsprobe vom Gewicht her machen. Oh, wenn du ein Körnchen übersehen, ja. Ich gerade du. Ein Stein, aber ein bisschen kaputtes Metall dabei. Mhm. Dann kommt Metall jetzt hier rein. So. Und das Eis kommt
Sauerstoffgenerator, hat der Binder? Mittlerer Sauerstoffgenerator, so. Da packen wir einfach mal das Eis rein. Das sollte uns noch etwas versorgen. Okay, weg. Weg. Und dich mitnehmen, damit uns nicht störst. Die Ecke wird noch sauber gebohrt. Schön, da kommt hier nämlich jetzt gleich die erste Wand entlang. Allerdings wäre es doch besser, wenn ich die einmal hier drin und dann kann man hier wenigstens noch rumlaufen. So. Ja. Ich wundere, warum meine Maus manchmal so zittert. Da liegen Sachen auf dem Kabel und dann zieht, wenn ich die Maus ein bisschen loslasse, zieht dann das Gewicht oder das Kabel die Maus zurück. Also ich habe keinen Epilepsieanfall oder sowas. So. Okay. Schön. Ja, so. Na? Ach, immer diese Krümel. Dann hier unten. Schweiß mal auch gleich mal fertig. Genau, die vier. Die sollten wir aber noch haben. Nee, Startplatz. So, das Eis. Komm, einfach da rein. Okay. So. So. Wieder im Weg. So. War das so clever? Ist da unten... Ja, ich möchte den weg haben. Da unten ist nämlich keiner. Das gefällt mir nicht. So. Oh, jetzt aber... Okay. Bis jetzt wurde das letzte Video nicht gesperrt, also scheint der Beat doch ein anderer zu sein. Der von We Will Rock You. Die Vieh. Ja, Wand, Wand, Wand. So. Wie über das Doppelklicken und dann hält er das genau. Schön. Gut. Oh, ist doch schön ausgerichtet. Gut. Wie sieht's mit unserem Schiffchen aus? Ein Balken fehlt noch, also ein paar Minuten haben wir. So, so, so. So, 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 so. Na, no, jetzt sind wir hier angekommen. Okay. Bin ich gerade? Die Kleinigkeit ist mir gerade in den Sinn gekommen. Muss mal kurz nachdenken. Eine Lampe. Ob ich nicht eine Lampe irgendwo anbringe, die das dann alles beleuchtet? Am besten von da oben. Nee. Nee, nee. Das machen wir doch nicht. Also noch nicht. Können wir uns aber hier mal wieder runterlassen. Danke. Ich hüpfe mal lieber darüber. Ja, ich hüpfe darüber. Jetzt kann ich auch das Jetpack dran machen. Ja, die Gravitation auf dem Mond ist doch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und dann noch einer. Und dann noch einer. Jetzt kommen wir allerdings dann nicht hier hinter. Das heißt, hier muss irgendwo eine Tür hin und die machen wir. Machen wir mal hier rein. So. Vorne. Da haben wir es auch ein bisschen schöner. Denn
Warum später, wenn nicht jetzt? Oder wenn nicht jetzt, wann dann? Den da? Ach so, nein, den. Okay. Dann kommt hier später die Tür hin. Dann setzen wir da noch einen normalen hin. Okay. Haben wir denn Türen? Stimmt. Tür. Na, so eine? Ne, wir nehmen die hier. Wir nehmen die hier. Irgendwie mag ich die. Einmal so. Dann kommt man rein. Hätte ich gar nicht setzen müssen. Ich will eine Luftschleuse haben, wenn da die Tür ist. Muss es ja auch irgendwie dicht gemacht werden. Jetzt vorne. Muss mal kurz Licht anmachen. Das da. Dann kommt die so dahin. Dann die 4. So. Und das hier wird auch wieder rückgängig gemacht. Ich habe gerade anders überlegt. Da kommen auch normale Blöcke hin. So. Gut, dann kann man hier später rein. Hier passt. Wenn ich. Nee. Ich bin gerade überlegen. Eine Luftschleuse braucht ja auch Sauerstoffabfuhr. Also ein Lüfter, der es wieder absaugt, die Luft, damit die nicht jedes Mal nach draußen verschwindet. Allerdings hätte ich die ganz gerne so, dass der Sauerstofftank damit angeschlossen ist und der nur für diese Schleuse gilt. Und wer weiß, wenn man eine. Ah, dann machen wir das so. Ja, ist okay. Wenn man eine Luftschleuse baut und der Sauerstofftank voll ist, kann er nicht mehr angesaugt werden. Also da kann nichts mehr reingedrückt werden. Also was passiert? Ihr verliert definitiv schon wieder Sauerstoff. Und dafür ist es halt sehr ratsam, einfach einen. Musst du mir den mal bitte in die richtige Richtung. Ich will, dass da Conveyor gerade steht. Oh. Genau. Dass auf jeden Fall der Sauerstofftank nur daran angeschlossen ist. Und so befüllt euer Sauerstoffgenerator nicht diesen Tank mit. Befüllen kann man ihn mal ganz kurz, wenn man die Tür aufmacht. Stellt ihn kurz auf Depressurize oder Entlüften. Dann saugt er sich ein bisschen voll aus eurer Basis. Dann macht man wieder den normalen Werdegang mit der Luftschleuse Tür auf. Das heißt, absaugen vorher, bevor es aufgeht, etc. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Allerdings habe ich jetzt vor lauter Quatschen vergessen, was ich will. Und zwar einen Sauerstofftank. Formieren. Steht doch auch irgendwo Hydrogen drauf. Wahrscheinlich überall da. Oxygen, meine ich. Da. Okay. Der kommt dahin. Dann kommt hier ein Lüfter hin. Oh, Lüfter. Aber du kommst da so hin. Okay. Jetzt können wir weiter dicht machen. Gut geplant ist halb gewonnen. So, jetzt können wir hier natürlich nichts draufsetzen. Das heißt, für den Eingang mache ich mal so einen hier hin. Und da. Das machen wir so. Ja, volle Blöcke. Hier volle Blöcke. 1, 2, 3. So. So. Und jetzt kann man hier nämlich die Decke einziehen. Gut. Wohl. Nee, komm, wir machen es schon direkt ein bisschen stylisch. So, gucken. Ist klar, so viel Zeit haben wir noch. Ah, dann werden wir heute doch nicht zum Bohren kommen. Aber im Moment gibt es 2x2 Fenster. Nein, natürlich nicht, aber hört mich nicht. Aber dafür brauchen wir Träger. Die sollten noch hier sein. Enter. Träger. Nö, die sind hier nicht. Oh, groß haben wir noch dabei. Dann sind die hier.
Träger, genau. Mal 10 Stück. Fensterblöcke. Dann 2x3. Warum gibt es eigentlich keine 2x2? Es gibt 3x3, 2x3. Nehmen wir die. Ah, ne. Nehmen wir einfach die. So. Damit die luftdicht sind, nach unten. Sehr schön. Okay. So, dann haben wir da wieder so ein kleines Glasdach dann drin. Okay. Ja. Ja. Haben wir uns vielleicht ein bisschen Licht. Hier haben wir überlegen, setzen wir da auch noch ein Fenster rein. Kann man gucken, wer in der Luftschleuse drin ist. Ja, doch, 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 doch. Das wäre doch auch ganz fein. Okay. 8. So. Okay. Und hier auch noch eins hin. So. Können wir von hier reingucken? Von hier nur sehr schwer dahin. Schön. Und durch den Conveyor hier. Ja gut, wir spielen hier kein PvP. Deswegen brauche ich jetzt hier keine Geschütze oder sowas drin anbringen. Quasi als Empfangskomitee. Ja komm, die paar Minuten, die nutzen wir jetzt noch, um hier weiterzumachen. So, so, so. So, so. Das war zu weit hinaus. So. Das muss dann alles geschweißt werden. Höchstwahrscheinlich nicht per Hand. Aber vorher müssen wir bohren. Dann können wir auch mal gucken. Wir haben hier nur einen Bohrer an unserem Bohrschiff. Aber vielleicht wird es ein Multifunktionsschiff. Dass wir einen Schweißer hier an die Seite dran pappen, dass wir dann über die Sachen drüber fliegen können oder seitwärts hinfliegen können, rechts und links. Oder nur rechts. Mal gucken. Mal gucken. Batterien sind voll. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier wird weitergemacht. Okay. Ist ja gut, irgendwo bin ich hängen geblieben gerade. Okay. 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 Gut, bis dahin kommen wir. Hier wird dann. Ja, das werde ich nochmal dann abreißen und hier nochmal einen Förderband hinsetzen. Da stehen jetzt kleine Blöcke. Okay. Damit es dann auch noch luftdicht wird. Platten weg. Und eventuell noch ein Glas Boden rein. Ich werde es jetzt nicht komplett zumachen. Wohl. Dann ist der Sinn mit dem. Also der Sinn mit der luftdicht machen. Ist dann passé. Aber Stückchen für Stückchen. Wir müssen es heute nicht übertreiben. Oh, ich kann sogar von hier unten arbeiten. Sehr schön. Notfalls, wenn wir einen Glasboden haben wollen, wird halt nochmal einer reingeflext. Oder wird ein. Geht das? Ja. So. Wird ein Loch reingeflext und dann Glas eingesetzt. Das können wir dann sehen. So, so. Da noch einer? So. Schön. Es wächst. Die Basis wächst. Ich sagte zwar ganz am Anfang mal, ich will eine richtig schöne Mondbasis bauen. Aber hey, wer weiß, was draus wird. Die meisten oder die besten Ideen kommen ja beim Machen, wie man dann was gestaltet. Und so bleibt auch ein bisschen Überraschung. Okay. Wir haben nur dieses eine Loch da in der Mitte.
Warte mal, drüber fliegen. Ja. Schön. Da fehlt eine Tür. Die machen wir noch. Und dann, machen wir noch eine Tür hin. So, die 9. Okay. Allerdings wird das hier ein luftfester. Ja, das wird ein luftdichter Raum. So. Und hier kommt die Tür. Ne? Da hat die keinen oben mehr. Da. Ja, die Tür kommt dahin, wenn ich hier mal ein bisschen weg freigebohrt habe. So, weg, 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 weg. Weg. Dann gehen wir mal nach hinten. Uiuiui, werde ich hier tief. Genau. So. Weg, 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 weg. Damit wir zumindest wissen, wo es später hinführt. Ah, genau. Clever. Den Block zu spät gesehen. Habe ich den jetzt auch angebohrt? Ja. Mann, Mann, Mann. Da muss man so vorsichtig sein mit diesem Bohrer. Die Kavetten, die sind jetzt hier auch schon beschädigt, oder? Ja, klar. Wegbohren, bevor man setzt. Ich denke mal, können wir unser Bohrschiff nachher mal ein bisschen testen. Dann werden wir mal ganz vorsichtig hier alles wegkratzen. Okay, aber nichtsdestotrotz. Hier. Hier. So. So, so. Okay. So. So. Okay, dass zumindest der Boden schon mal fertig ist. Oh Gott, werden wir viel Stahl brauchen. Wir werden ja so viel Stahl brauchen. Ich freue mich schon. Tür. Gut. Erledigt. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Ah, wir stellen uns hier hin. Ah. Ach, toll. Gucken wir mal runter auf das Gebilde. Ja, ihr seht, die Sonne dreht sich. Wir drehen uns. Okay. Machen wir es mal auf diesen Weg. Weg, Weg. Mann, Mann, ich um meine Versprecher. Okay. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Wenn ihr wollt, lasst einen Daumen oben da. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Ansonsten schreibt was in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr es machen würdet. Habt ihr Tipps und Tricks für mich, um eventuell irgendwas besser zu lösen oder eine Idee, wo es hingehen kann? Ja, würde ich mich drüber freuen, wenn ihr da die Kommentarfunktion benutzt. Ich werde, ich glaube mal, 2 Tage Pause machen, weil ich nicht da bin. Deswegen nicht wundern, wenn erstmal kein Video 2 Tage lang kommt. Ich weiß nicht, wie weit ich im Vorfeld vorproduzieren kann oder wann das jetzt wirklich gesendet wird. Ich glaube, Mittwoch sollte das sein. Ich bin mir nicht sicher. Nagel ich mich da nicht fest. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns wieder. Ciao, ciao.